Ja, wir weiß, dass das ein sehr schweres Spiel, aber alles ist möglich im Fußball und ich hoffe, dass wir haben die Körper und Kopf klar für das Spiel gegen München. Es ist ein 6, 7 Tage mit 3 Spielen ist schwierig am Ende in einer Saison, aber ich glaube, dass wir sind klar und hoffe, dass wir kann eine gute letzte Leistung machen in München. Wurde von Umstellungen in der Mannschaft berichtet? Wird es welche geben? Ja, es ist immer, du willst immer in Perioden in einem Auswärtsspiel in München tief stehen. Aber wir müssen Ruhe haben mit dem Ball und nicht leichte Ballverluste und wir müssen gute Konter machen und wir müssen in beide Strafraum effektiv sein, dass wir haben Kontrolle in eigener Strafraum mit Gomez zum Beispiel und dass wir haben die letzte Pass und ja, ist eine höhere Qualität als in dem letzten Spiel gegen Mainz, dass wir haben viel leichte Ballverluste in der zweiten Halbzeit, das war dann bist du auch mehr müde, dass du immer musst nach dem Ball laufen. Wie bereitet man seine Mannschaft vor auf München? Macht man das auch auf die individuellen Spieler, also auf die Einzelspieler, oder nimmt man das große Ganze? Beide. Ich glaube, dass wir wissen, dass sie haben gute Außenspieler, dass wir muss kontrollieren, so Gomez nicht die kontrollierte Kopfball in Strafraum haben und ja, so es ist über München als eine Mannschaft, aber klar ist auch, dass man muss individuell ein bisschen reden über viele Spieler.